Kommen wir back to the business. Wir reagieren heute auf den Annie the Duck-Skandal von Kaiser. Ich weiß sehr viele Reactions zu dem Thema, aber ich bin in dem Video drinnen. Eventuell bin ich in dem Video drin. Und ja, wir gucken einfach mal vorbei. Der Hut wurde angezündet, meine Freunde. Und ist auf jeden Fall jetzt gerade am Brennen. Wenn man sich die Twitter-Trends anschaut, dann sieht man, was genau die Leute im Moment beschäftigt. Und das ist eben Annie the Duck, Reefed. Und T-Tech? Nein, Real Talk, jetzt hat gestern eskaliert das Drama rund um die Twitch-Streamerin Annie, die zusammengerechnet über 3 Millionen Follower hat, komplett. Und ursprünglich habe ich auch gedacht, dass das ein bisschen zu verstrickt wäre oder sowas, das ganze Thema, aber nachdem halt jetzt Reef da auch noch was dazu gesagt hat und nachdem ein bisschen Zeit verstrichen ist, habe ich mir gedacht, okay, ich kann auch mal ein bisschen meine Plattform nutzen. Also, was ist überhaupt passiert? Naja, ja, die Plattform nutzen, nachdem jeder damit viral geht, ne? Ja, ich verstehe das. Bray, Annie und die Streamerin Moki waren bis vor kurzem jahrelang miteinander befreundet, okay? Sie haben mehrere Streams gemeinsam gemacht, wo sie zum Beispiel hier, da hat man mal miteinander gebacken, da hat man einen Real Talk getalkt, ja, und hin und wieder mal sogar mit anderen Leuten gestreamt, wie zum Beispiel mit Shoyoka. Digga, ich nehme gerade auf. Ja, hallo? Yo, habe ich da Shoyoka gehört? Gibt's etwa neuen Content? Auf jeden Fall sind die beiden seit... Die Tonqualität von Apple ist so schlecht in Sprachnachrichten, oder jetzt komisch rausgehen. 2018 ungefähr befreundet, zumindest habe ich sie da das erste Mal in einem Video gemeinsam gesehen, aber auch abseits von Social Media haben sie miteinander zu tun gehabt. Ende letzten Jahres hat sich das Verhältnis dann aber aus irgendeinem Grund aufgelöst, ne? Ich glaube, das Bug-Video war sogar das letzte, was gemeinsam hochgeladen wurde, das letzte gemeinsame Collab, das war am 22. Oktober. Und in der Zeit wurde Moki irgendwie ein bisschen auffällig abwesend, also sie hat Streams ausfallen lassen, sie war hier und da mal nicht wirklich unterwegs auf Social Media und sie hat auch einen Sabaton, den sie eigentlich angekündigt hat, gar nicht ausgeführt oder zumindest hat sie den, ich weiß nicht, vielleicht hat sie ihn verschoben, aber sie hat ihn auf jeden Fall zu der Zeit, wo er geplant war, eben nicht gestartet und 11 Tage danach, nach diesem Bug-Video, was sie gemeinsam gemacht haben, hat sie auf Twitter dieses Statement hier geschrieben. Einige wissen, dass jetzt eigentlich der Sabaton laufen sollte. Bisher war ich noch nicht fähig, ein Update zur Absage der immer seltener werdenden Streams und meinem immer weiter abkackenden Aussehen zu machen. Vor einem Jahr sind meine Depressionen durch Ghosting, Missbrauch und Verlust schon so schwer geworden, dass Arbeit und Alter kaum noch stemmbar waren. Trotz hoher Dosis Medikamente und viel professioneller Hilfe kriege ich manchmal keine Luft mehr. Ich arbeite mit Selbsthilfe, mache täglich Sport und ziehe mich langsam aus dem Gift raus, das mich umgeben hat, in dem ich für mich einstehe. Das klingt schon sehr krass, aber das ist halt auch absichtlich irgendwo so ein bisschen vage formuliert, deswegen man weiß jetzt nicht, ob Annie damit gemeint war. Das weiß man auch heute nicht, by the way, aber es ist halt wahrscheinlich, dass sie es damit war, aber dazu kommen wir gleich. Jedenfalls war das damals schon auffällig, nachdem dann die nächsten 6 Monate, die darauf gefolgt haben, kein Kontakt zwischen Annie und Moki stattgefunden hat. Und da haben sich Leute gefragt, ey, ist da irgendwas passiert und damit springen wir auch in die Gegenwart, weil vor 2 Tagen erst hat Moki mal wieder live auf Twitch gestreamt in ihrem Garten, schätze ich jetzt mal, keine Ahnung, oder fremder Garten. Es war auf jeden Fall ein reiner AMA-Stream, also ein Ask Me Anything-Stream, in dem Zuschauerfragen im Chat beantwortet wurden. Am Anfang war das noch ganz chillig, bis auf den Fakt, dass sie fast aus ihrer Hängematte rausgefallen wäre, aber gegen Ende vom Stream ist dann die Stimmung ein bisschen gekippt. Da gab es eine Dono-Sub. Was für eine Dono? Wann du wieder was mit Annie machst? Anni. Bruder, mein Lebensinhalt ist nicht diese Person. Und schon gar nicht eine solche Person, okay? Keine Sekunde mehr. Meine Mutter, nachdem ich mein Zeugnis nach Hause gebracht habe, das vor dieser Person, einer 53, so schrecklichen, brutalen Person, noch Macht über mich geben. Ich würde das alles hier gerade im Stream gar nicht erzählen, okay? Aber ich habe die Schnauze voll. Ich bin so wütend einfach, weil ich das jeden Tag über mich ergehen lasse. Jeden verfickten Tag. Ich kann das nicht mehr. Es geht hier niemandem irgendetwas an, was passiert ist. Ich sage euch nur, dass etwas passiert ist. Und ich sage euch nur, ihr verehrt da jemanden, den ihr nicht kennt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den Clip schon mal gesehen haben. Und ich wie eine Dono so eine Lawine auslösen kann, das ist wirklich heftig. War im ersten Moment auch komplett geschockt. Allein schon, wenn man halt merkt, so, das sind reale Emotionen, so, das hast du jetzt nicht geplant, dass du das am Ende von einem 4-Stunden-Stream oder sowas raushaust. Und im Anschluss auf den Stream hat sie dann nochmal einen Tweet hinterhergeworfen, in dem sie nochmal untermauert, wie schlimm die Beziehung zwischen ihr und Annie eigentlich war. Bisher wurde nicht kommuniziert, dass Annie the Duck und ich keine Beziehung mehr pflegen, weil es ihr Wunsch war, dass nichts nach außen gelangt. Jahrelang wurde ich emotional missbraucht, ausgebrannt, manipuliert und instrumentalisiert. Ich habe durch ihren anhaltenden Psychoterror eine Nervenkrankheit, chronische Spannungsschmerzen und Stressausschlag am ganzen Körper entwickelt, habe regelmäßig Panikattacken und Ohnmachtsanfälle. Sie hat außerdem noch posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt und möchte auch gar nicht mehr mit Annie the Duck in Verbindung gebracht werden. Ich würde mal behaupten, der Satz, obwohl ich schon letztes Jahr einen öffentlichen Tweet gemacht habe, würde implizieren, dass dieses erste Statement, was wir uns vorhin angeschaut haben, dass es halt auch darauf, genau auf diese Situation abspielt. Das Ganze hat sich ja so erstmal auf TikTok so ein bisschen ausgebreitet, wo Annie genau wie auf Instagram auch erstmal ihre Kommentare deaktiviert hat, was
irgendwo auch verständlich ist. Ich glaube, sie hat auch im ersten Moment nicht so wirklich so die Zeit gehabt, um jetzt konkret darauf einzugehen. Ich meine, sie war ja immer bei der neuen Garfield-Premiere. Das kommt in meine Top 10 Momente meines Lebens, glaube ich. Ja, das glaube ich dir gerne vor. Ja, ich glaube, mit dem, was jetzt damit verbunden wird, Digga, ist das bestimmt der Top 1 Moment. Hat es auf jeden Fall fertig runtergeladen. Für die Leute, die es interessiert, Sony, die den Film produziert haben, wo Annie the Duck auch eine Synchronsprecherstimme übernommen hat, hat mittlerweile auch ein Statement gepostet, wo sie schreiben: Wir beobachten die jüngsten Vorwürfe gegen Annie aufmerksam und nehmen diese sehr ernst. Aktuell stehen wir im engen Austausch mit dem Management und erwarten eine offizielle Stellungnahme. In der Zwischenzeit ist natürlich viel abgegangen. Ne? Leute haben angefangen zu spekulieren, Leute haben TikToks gemacht, Leute haben dies und das und jenes behauptet, einfach aus, weißt du, auf Freestyle-mäßig angelehnt und sowas, aber vor allem sind andere Influencer, die halt auch mit Annie befreundet sind oder befreundet waren, damit reingezogen worden. Insbesondere wurde Reef da auch groß gehandelt, weil Moki in ihrem Stream das hier gesagt hat. Bruder, was denkt ihr denn, warum Toni seit einem Jahr nicht mehr streamt oder so? Kurz zusammengefasst, Reefed und Annie the Duck haben im Sommer 2021 verkündet, dass sie jetzt zusammen sind. Und gerade, wenn die Beziehung zwischen denen 1,5 Jahre gedauert hat und es um diese Thematik geht und es heißt, yo, Reefed streamt nicht mehr wegen Annie, dann hat das schon was zu bedeuten. Immerhin war sie seit Monaten nicht mehr regelmäßig live und hat in ihrem Wir-müssen-reden-Video damals gesagt, so dass sie sehr starke körperliche Belastung halt gespürt hat durch den ganzen Stress, den sie im privaten Leben hat. Sie hat unter anderem auch einfach angefangen, Blut zu spucken. So wie sie das jetzt aber in ihrem Stream erzählt hat, ist das wahrscheinlich eher auf die Beziehung gemeinsam mit Annie zurückzuführen. Ich habe tägliche Kopfschmerzen, wo ich nicht wusste, wo die herkommen. Der Grund für die Kopfschmerzen ist eine Muskelverspannung im gesamten Körper. Also wie gesagt, Sony stand nicht bei ihr in der Beschreibung, sondern Samsung. Ja, und die haben, also hat sie jetzt rausgenommen, ist aber die Frage, ob die Partnerschaft beendet wurde oder ob die das erstmal noch rausnehmen sollte, weil ich denke mal, bei sowas werden die Partner halt komplett angeschrieben, so das ist klar, ne? Lynchy, Dankeschön für den Preis. Problem an dem Ganzen ist, dass es nicht so leicht zu behandeln ist, weil der eigentliche Grund, warum ich diese krassen Muskelverspannungen habe, ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Vermutlich aus der Zeit dieser Beziehung. Das beinhaltet auch viele andere Sachen, die ich habe, wie zum Beispiel die Schlafstörung, der ständig hohe Puls, viele weitere psychische Nebenbegleitungen. Diese gesamte Beziehung war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, ich habe später herausgefunden, dass ich in einer Dissoziation gelebt habe. Und das ist auch ein wesentliches Merkmal von Trauma, dass du in der Dissoziation diese krassen Gedächtnisverluste hast. Und das wurde so viel schlimmer, dass ich zum gewissen Punkt einen Todesfall in meiner eigenen Familie vergessen habe. Meine Mutter hat mir dann eine Woche später geschrieben, dass heute der Tag ist, an dem die Beerdigung ist. Und ich habe sie daraufhin gefragt, um welche Beerdigung es denn geht, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass jemand gestorben ist. Die zwei Hauptthemen für mich waren aber zum einen die Beziehung zwischen den beiden, also wie es darin abgelaufen ist. Und da gab es zum Beispiel den Moment, wo Reefed auf Annie zugegangen ist und gesagt hat, so yo, ich glaube, ich falle in ein depressives Loch. Und Annie hat dann oder soll dann gemeint haben, nee, das glaube ich dir nicht, weil du bist ja immer so gut drauf. Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10 Diagnose. Aber warte mal. Das erinnert mich an irgendwas. Ich würde sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich glücklicher Mensch, aber ich habe auch viele, viele Jahre mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Manche sagen so vermutlich, dass du darüber gesprochen hast, aber tatsächlich habe ich viel, viel mehr Leute bekommen, die gesagt haben, hey, ich fühle mich auch manchmal so, ich habe das auch, ach krass. Es ist krass zu sehen, dass auch jemand, den ich bewundere und toll finde und so für so perfekt halte wie dich, dass du die gleichen Gefühle hast wie ich. Ich glaube, wir sollten alle darüber reden, was wir fühlen. Ey, what the fuck? Aber das ist bei weitem... Digga, alle, einfach die komplette Online-Präsenz von Annie the Duck ist einfach jetzt schlecht gealtert. Wirklich alles. Egal, was sie irgendwie wo mal gesagt hat, alles wird einfach komplett gegen sie verwendet. Ne? Es ist so schlimm, wirklich. Das muss man sich echt mal überlegen, Alter. Meine Güte. Auch nur nicht alles. Also Reef soll tatsächlich auch von Annie runtergemacht worden sein in der Beziehung, was vor allem ihr Aussehen betrifft. Was fast täglich Thema war Bodyshaming. Ich hatte zu viel auf den Hüften und war nicht mehr attraktiv. Dann habe ich zu wenig auf den Hüften gehabt und sah fast aus wie Sophia Thiel und das fand sie nicht mehr attraktiv. Ich habe meinen Eyeliner falsch gemacht, mein Make-up würde falsch sein, ich würde meine Haare falsch stylen, Fischerhüte stehen mir nicht mehr, ich soll zum anderen Friseur gehen, all das, diese ganzen Kommentare, diese ganzen kleinen Sticheleien, diese, guck mal, die Person finde ich super attraktiv und es ist das komplette Gegenteil von mir, dieses ständige Runterspielen von mir als Person, meinem Selbstwertgefühl, meinem Selbstbewusstsein, all diese Sachen waren für mich
täglicher Shit. Das für mich zweite große Thema aus dem Stream war der Punkt mit den Katzen, mit Anis Katzen, weil das entspringt auch aus dem einen Tweet, den Moki nach ihrem Stream gepostet hat. Ihr wisst, was ich meine. Da schreibt sie nämlich, dass sie neben Übergriffen, Missbrauch auch Tierquälerei erlebt hat. Und damit meint sie halt eben genau das Verhalten von Anni gegenüber ihren Katzen. Scheinbar hat sie nämlich zwei Katzen gehabt, die sich gegenseitig überhaupt nicht leiden konnten und auch schon wirklich physisch sehr aggressiv. Ich meine, ihr weißt, wie Katzen sind, ja. Ich weiß es. Brauchen wir uns nichts vormachen, die Viecher sind deppert, ja. Aber was Reefed erzählt hat, das geht wirklich überhaupt nicht. Zwei von den Katzen haben sich abgrundtief gehasst. Das war unfassbar schlimm. Jeden Tag waren überall Fellbüschel nach einem Streit blutig aufgekratzt. Die kleine Katze wäre fast auf einem Auge blind geworden und musste dann eine Augenbehandlung machen. Auf der gesamten Seite kein Fell mehr, weil die Katze sich vor Stress das Fell ausgebissen hat. Als wir noch zusammen waren, habe ich gesagt, diese Katze müssen getrennt werden. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie weiß, dass es der bessere Weg wäre. Aber sie will das nicht, weil sie die Katzen braucht. Und deswegen kann sie keine Katze abgeben. Sie will mir Maro nicht geben, weil sie mir im Leben nichts geben will, was mich ansatzweise glücklich machen würde. Das, was für mich aber wirklich so die Cherry on top of the Dings war, war wie Anni über ihre... Ist sie auf TikTok gesperrt? Anscheinend hat sie es gelöscht. Ich glaube, wenn man gesperrt ist, steht da auch, dass man gesperrt ist, oder? Fansrede, das ist Bombe. Diese Frau hasst ihre Fans, hat sie schon gesagt, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu ihren ekligen, schwitzigen Scheißfans zu gehen. Ich dusche einmal die Woche. Vielleicht zweimal, wenn ich richtig Bock habe. Aber ich hasse duschen. Ich finde, das ist so inconvenient. Man muss mich nicht riechen, man muss mich nur angucken durch die Kamera. Ihr riecht mich nicht, mir ist das scheißegal. Und ich genieße das sehr in meinen vollgeschwitzten, mega gammeligen Pyjama und meiner dreckigen Jogginghose zu Hause zu chillen. Und die Freiheit zu haben, dass mich keiner riechen muss. Also das ist jetzt peinlich. Ich persönlich frage mich halt einfach, wie will Anni da wieder wegkommen? Selbst wenn sie ein Statement macht, was genau möchte sie denn sagen? Es ging darum, dass wenn es ein Schönheitswettbewerb wäre, wo es darum geht, die Schönheit des typisch deutschen Phänotyps zu repräsentieren, dann... Pass auf, Ist das genial, Digga. Jetzt aber nochmal ganz kurz auf dem Boden der Realität zu bleiben. Das sind bis jetzt alles nur Anschuldigungen. Bis jetzt hat es noch kein Statement gegeben von Anni. Ich hätte das gerne hier eingeblendet. Ich habe bis zur letzten Sekunde gewartet von diesem Video, bis ich es gepostet habe, ob jetzt noch irgendein Statement kommt oder nicht. Falls noch eins gekommen ist, dann blende ich euch das jetzt hier oben ein. Nochmal, es ging darum, dass wenn... Okay, was halt jetzt noch fraglich ist, ist, was andere Leute aus ihrem Umfeld dazu sagen. Ich meine, bis jetzt haben wir gehört, dass Reefed und Moki, ich sage mal, nicht gerade super happy waren mit dem Umgang, den sie experienced haben. Und ich meine auch, Jasmin Gnu soll zum Beispiel sehr mistreated worden sein. Also sie hat Cosplay gemacht damals, Gnu hat Cosplay gemacht. By the way, fucking cool. Ich möchte nicht biased sein, ja, aber wesentlich fucking besser, als die Anne das gemacht hat. Ja, Entschuldigung. Und anscheinend soll sie, nachdem sie bei so einem Fotoshooting war, wo sie halt Cosplay-mäßig da am Start war und sowas, soll sie dann eine Sprachnachricht von Anni bekommen haben, die sie so fertig gemacht hat, dass sie einfach gesagt hat, okay, ich scheiß drauf, ich lass Cosplay einfach. Nova hat sich zum Beispiel auch schon öffentlich ausgesprochen gegen Anni und auch andere Leute wie Julian Bam, der eigentlich damals auch schon gut mit ihr war, also der hat auch wirklich ein Video oder mehrere Videos mit ihr gedreht und sowas, der hat, ich sag's mal, der hat durchklingen lassen, dass er jetzt nicht der größte Fan mehr von ihr ist. Why nicht Anni, das sehe ich die ganze Zeit, diese Frau werde ich niemals in meinem Leben raiden. Deswegen frag ich mich. Auf Twitter machen jetzt noch ein paar Leute die Runde, die auch Experiences mit Anni gemacht haben. Glaubst du, T-Tech würde Reefed eine klitzekleine Tasche fairerweise blende ich da jetzt einfach mal einen ein, der hat sich anscheinend als Cutter beworben. Im Jahr 2021 war ich selbstständig im Bereich Videoschnitt und wurde durch eine Person weitergeleitet zu Anni the Duck bzw. ihrer damaligen Managerin. Im Zuge dieser Zusammenarbeit sollte ich künftig die Videos auf ihrem Zweitkanal schneiden. Ich habe daraufhin ein aufwendiges Intro selbst erstellt und das erste Video geschnitten. Auch nach zwei Wochen bekam ich keine Antwort, woraufhin ich erneut den Kontakt suchte und mir geraten wurde... Boah, T-Tech tut mir so leid, er ist jetzt so gefühlt der einzige Meinungsblogger, der einfach nicht in der Position ist, ein Video dazu zu machen. Das Video etwas anzupassen, auch das erledigte ich wenige Zeit später. Daraufhin wieder mehrere Wochen Funkstille. Einen Monat später dachte ich, dass sie jemand anderen gefunden haben und wollte dennoch einmal kurz den Kontakt zu Anni selbst suchen, da mir aufgefallen ist, dass genanntes Intro, welches ich erstellt habe, schlichtweg kopiert wurde. Ich wurde von meiner Arbeit weder entschädigt, noch habe ich jemals eine Antwort bekommen. Nach meiner letzten Nachricht wurde ich schlichtweg von ihr blockiert und hatte keine Möglichkeit mehr zu schreiben. Professionalität stelle ich mir anders vor. Auch da weiß ich jetzt nicht zu 100%, ob das jetzt so real ist oder nicht. Ne? Ich war nicht dabei, ne? Ich bin nicht neben dem gesessen und so. Ich meine, ich sage jetzt mal so, wenn das so gewesen ist und er ein Intro erstellt hat und dieses Intro nochmal überarbeitet hat und dann nachfragt so, yo, wie schauen wir eigentlich aus? Und dann blockiert willst du, das ist... Was aber dazu auch noch ganz gut passt, ist, dass unter dem Video von Lenzen zu Anni the Duck der vermeintliche Zweitkanal-Cutter auch noch ein Statement abgegeben hat und da schreibt er, ehemaliger Zweitkanal-Cutter und Moderator hier, mir wurde immer mehr Aufwand auferlegt.
Ich sollte jeden Tag Videos raushauen, selber die täglich Stunden an Streams durchschauen nach Themen, die man zu Videos machen kann. Auf Rückmeldungen, dass es etwas hart sei, wurde ich fertig gemacht. Wurde dann unter irgendeinem Vorwand dann irgendwann rausgeschmissen und vor den Tausenden von Viewern ohne Namen, aber jeder, der mich kannte, wusste, dass ich gemeint war, schlecht geredet, wie kacke und überheblich ich war. Hab außerdem gelegentlichen Stream-Shoutout keinerlei Credits für meine Arbeit erhalten. Unser Bekanntenkreis überschneidet sich ja etwas, Lenny. Das ist, weil er unter dem Video von Lenny kommentiert hat, ihr wisst schon. Ich habe auch Gespräche mit Leuten gesprochen und habe genau das gleiche gehört. Diese Frau ist absolut schrecklich. Overall kommen wirklich im Stundentag gefühlt neue Informationen ans Licht. Und da muss man wirklich aufpassen, was jetzt genau real ist und was nicht. Ich habe auch aktuell gar keinen Plan, wie sie da irgendwie wieder rauskommen will. Also ja. Ich persönlich, mein humble guess ist, dass sie ein Statement machen wird in Form von Text in ihrer Instagram-Story oder auf ihrer Instagram-Page oder sowas, dass sie jetzt als Person an sich arbeiten wird oder so. Entweder das oder fucking Ukulele. Wichtig dabei ist, dass man differenziert zwischen Kritik und Hate. Deswegen schreibt jetzt keine Hate-Kommentare. Ihr könnt es eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und am Ende des Tages ist es halt einfach wichtig, dass man sich das Statement auch von ihr anhört, sobald eins kommen wird. Und das ja, dann einfach also das natürlich. Also mal ganz ehrlich, das wird sie nicht nur angehört, da werden drei Videos drüber betroffenen gemacht. Personen da die Unterstützung finden, die gerecht wäre. Freunde, wie seht ihr das? Wart ihr vielleicht damals schon Annie the Duck Fan und seid jetzt irgendwie enttäuscht? Oder glaubt ihr, das ist Bullshit? Oder glaubt ihr, sie kann das mit einem Statement nochmal irgendwie korrekt biegen oder nicht? Ich weiß es nicht. Lasst mich gerne wissen in den Comments. Moments, meine Freunde, lasst. Ja, ein gutes Video auf jeden Fall auch nochmal gut zusammengetragen. Sehr schöner Gastpart auch von KuchenTV an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ihr ein Video macht. Vielleicht machen wir dann ja ein lecker Bierchen-Stream daraus. Das wäre auf jeden Fall auch lustig. Ja, gucken einfach mal, was passiert, ne? Und dann schauen wir mal.